Zwei Jahre nach der Bourne-Identität erschien der zweite Teil dieser Reihe, die Bourne-Verschwörung. Vor der Kamera hat sich nicht so viel getan, Matt Damon ist immer noch der Hauptdarsteller, aber hinter der Kamera, da gab es einen Wechsel. Im ersten Teil hat noch Doug Liman die Regie geführt, im zweiten und im dritten Teil ist es Paul Greengrass. Und dieser Wechsel macht sich auch tatsächlich in manchen Elementen bemerkbar. Aber zuerst mal zur Story. Der Film setzt zwei Jahre nach dem ersten Teil ein und Jason Bourne ist in Indien mit seiner Freundin untergetaucht, versucht ein normales Leben zu führen, aber seine Vergangenheit lässt ihn nicht so wirklich los. Er träumt schlecht, hat ständig Erinnerungsfragmente und weiß immer noch nicht so wirklich, wer er eigentlich ist, mal abgesehen davon, dass er ein Auftragskiller war. Und seine Vergangenheit lässt ihn aber auch wirklich nicht los, denn die CIA ist immer noch auf der Suche nach ihm und möchte ihn ausfindig machen. Ein sehr tragisches Ereignis in seinem Leben zwingt dann Jason Bourne dazu, auf einen Rachefeldzug zu gehen und weiter seine Vergangenheit zu erforschen. Im Gegensatz zum ersten Teil, wo das Mysterium um Jason Bourne und wer er eigentlich ist im Mittelpunkt stand, handelt es sich bei dem zweiten Teil um einen straighten Rache-Thriller. Und das macht ihn für mich auch quasi zum schlechtesten Film dieser Reihe, obwohl es immer noch ein sehr guter Actionfilm ist. Denn es gibt quasi keinerlei Charakterentwicklung mehr. Jason Bourne, Matt Damon, sagt in der zweiten Hälfte des Films kein Wort mehr, fast kein Wort mehr. Und so geht einfach sehr viel an Tiefe verloren, die es im ersten Teil noch gab. Aber das ist natürlich auch dem Umstand geschuldet, dass es sich um den zweiten Teil einer Trilogie handelt. Das sind häufig die schlechtesten Filme oder die schwächsten Filme. Von schlecht kann hier keine Rede sein, weil die Charaktere wurden eingeführt, das Szenario etabliert und wir müssen quasi nur noch die Handlung voranbringen und zum dritten Teil führen. Und das merkt man diesem Film auch an. Wenn man sich alle Teile am Stück anguckt, fällt das nicht negativ auf, aber wenn man ihn für sich betrachtet als Film, dann schon. Und das liegt vielleicht auch so ein bisschen am Regiewechsel, denn Paul Greengrass ist ein guter Regisseur, aber er hat es hier mit der Handkamera doch ein bisschen übertrieben. Das, was im ersten Teil noch gut funktioniert hat mit den Nahkämpfen, mit den Actionsequenzen, funktioniert hier teilweise nicht mehr so gut. Man verliert schnell den Überblick, man muss höllisch aufpassen, was eigentlich auf dem Bildschirm passiert. Es geht alles sehr schnell, die Schnitte sind quasi im Sekundentakt. Es ist immer noch auf einem sehr guten Niveau, aber nicht so gut wie im ersten Teil. Trotzdem hat dieser Teil die beste Autoverfolgungsjagd gegen Ende. Die ist spektakulär, fantastisch, intensiv und die Musikuntermalung ist sensationell, ist richtig gut gelungen. Die meisten Stärken des ersten Teils, die behält die Bourne-Verschwörung aber bei. Das sind natürlich die Dialoge, die immer noch fantastisch sind. Es macht einfach eine Freude, diesen Leuten da zuzuschauen, wie sie sich unterhalten und dieser Wechsel zwischen der CIA-Zentrale und der Action mit Bourne, der funktioniert immer noch genauso gut wie im ersten Teil. Das ist einfach diese Bourne-Formel, die wurde im ersten Teil etabliert, die gefällt. Das Tempo ist gewohnt hoch, noch höher als im ersten Teil. Es ist auch ein etwas kürzerer Film und das merkt man. Also es ist wirklich, man hetzt von einem Punkt zum nächsten. Manchmal ein bisschen zu schnell, aber größtenteils mag ich das ja, wenn so ein Film einfach ein hohes Tempo hat. Und bei den Schauspielern auch hier, sind ein paar neue Leute dazugekommen. Joanne Allen, die hier ein etwas regulierendes Element darstellt. Also sie will zwar auch herausfinden, wo Bourne ist, sie will ihn aber nicht töten. Sie will herausfinden, was hat es denn mit dieser ganzen Geschichte um dieses CIA-Programm eigentlich auf sich. Und das will der Zuschauer ja natürlich auch wissen. Und deswegen ist es eine sehr gelungene Ergänzung zum ganzen Cast. Brian Cox hat hier die etwas größere Rolle und ist einfach nur richtig schön böse. Und Carl Urban spielt hier einen Auftragskiller, der Jason Bourne finden soll. Also man merkt schon, es gibt sehr viele Parallelen zum ersten Teil. Die Elemente, die bleiben alle gleich, sie werden nur ein bisschen variiert. Auch das passt einfach sehr, sehr gut. Auch ein sehr gelungener Film. Ich sag sehr häufig sehr, merke ich gerade. Aber egal, weil es ist einfach eine schöne Filmreihe, die mich begeistert. Trotzdem, der schwächste Teil dieser Reihe für mich ist es. Das ist vielleicht, sehen andere, könnten da eine andere Meinung zu haben. Trotzdem, bei mir ist das so. Ich gebe ihm 7,5 von 10 möglichen Punkten. Für einen Action-Thriller ist es wirklich ein toller Film. Aber innerhalb dieser Bourne-Reihe ist es ein klein bisschen enttäuschend. Trotzdem, es könnte wesentlich schlimmer aussehen.
So, das war das zweite Video zur Bourne-Trilogie. Mich würde jetzt sehr interessieren, ob ihr gleicher Meinung seid. Ist das der schwächste Teil dieser Trilogie oder seid ihr völlig anderer Meinung? Egal wie die Meinung aussieht, schreibt sie in die Kommentare. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen hoch da. Und wenn ihr mehr von mir sehen wollt, abonniert den Kanal. Bis zum nächsten Mal.